Lance, Terre, irgendwas, Chung, Xavier, Marshall. So, dann gucken wir da nochmal rein. Gucken, was der gute Kollege da... So, da ist auch die DVD. Damit haben wir das Quest erfüllt. Und ich würde sagen, wir räumen auf jeden Fall mal seinen Schreibtisch aus, sobald wir unser Inventar mal geleert haben. Na. So. So, Holz ist rot. Das würde ich dann wieder ins Klo stecken. Sicher ist sicher. So. Und dann würde ich jetzt in der Tat wieder in den Trainingsraum verschwinden. Weil gleich ist eh Hofgang. So, das heißt, wir machen jetzt hier mal kurz ein paar Einheiten. Dann springe ich mal schnell unter die Dusche, um die Stunde Hofgang auch effektiv ausnutzen zu können. Bring das hier gerade nochmal auf Null. So, und dann können wir hier nämlich schön bis zur Erschöpfung auf dem Laufband stehen. Danach ist eh Duschen und unsere Erschöpfung ist dann wieder weg. Gerade nochmal gucken, wo wir denn jetzt stehen. 75, das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir nicht mehr so viele Punkte und müssen dann nur noch selten aufs Laufband. Also die Werte reduzieren sich so. Ich meine am Tag so irgendwas zwischen 3 und 4 Punkte gehen verloren pro Statuswert. Also Stärke, Geschwindigkeit und Intelligenz. Das heißt, man hat eh einmal am Tag Hofgang und wenn wir die alle erstmal auf 100 gebracht haben, dann muss man auch nur noch einmal am Tag mal kurz jeweils auf ein Gerät. Und für Intelligenz gibt es oben ein schönes, schnuckeliges Internetcafé, wo leider kein Kaffee gereicht wird. Und da kann man im Internet surfen und kriegt dadurch Intelligenz. So, ich springe eben noch die Erschöpfung hoch und dann springe ich unter die Dusche. Perfekt. So, wir haben nochmal einen Slot im Questlog frei. Okay, Lance verprügeln. Ich gucke aber erstmal bei den anderen. Vielleicht... Da müssen wir auch jemanden verprügeln. Vielleicht gibt es irgendwo was, wo wir ein Item... Okay. Naja, gut. Dann nehmen wir das hier an. So, der hat noch nichts Sinnvolles zu verkaufen gehabt. So, jetzt ist die Frage. Kann ich hier irgendwen beklauen, ohne dass es jemand merkt? Ich probiere das einfach mal. Perfekt. So, bei dem Beklauen der Leute muss man ein bisschen aufpassen. Wenn Wachen in der Nähe sind, dann... Und noch eine Pfeile. Und Holz. So, jetzt ist Abendessen. Das genehmigen wir uns doch auch dann mal. Also, wobei, eigentlich brauchen wir es nicht, aber... Wir müssen ja hier sein, sonst kriegen wir einen Anschiss. Okay, ich würde dennoch vorschlagen, wir machen erstmal die Geschwindigkeit voll, weil das ist wirklich das Nervigste von allen dreien. Und dann kümmern wir uns als nächstes um Intelligenz erstmal, weil Intelligenz brauchen wir, um Sachen herzustellen. Und ich würde mir gerne eine Waffe bauen. Und eine Waffe, entweder würde ich mir gerne die Nunchakus bauen. Das ist die zweitstärkste Waffe im Spiel. Und die stärkste Waffe ist die Peitsche. Wobei wir für die Nunchakus schon Materialien da hätten. So, die Peitsche ist halt einmal Holz, einmal Draht, einmal Rasierklinge. Die Rasierklinge fehlt uns, glaube ich, noch. So, Abendessen ist jetzt vorbei. Zack. So, dann gehe ich mal schnell mein Inventar ein bisschen leeren. Wobei das eigentlich Quatsch ist. Wir müssen nämlich eigentlich nirgendwo mehr hin, ne? Aber... Dennoch schmeiße ich die Sachen mal hier rein, dann nehme ich den Rest mal mit. Jetzt dürfen wir nur nicht durch irgendeinen Eingang mit so einem Detektor. Ansonsten sind wir nämlich am Arsch. Und das wollen wir natürlich nicht. So, das heißt, wir müssen gleich die drei Gegenstände irgendwie mal gucken, ob wir die bei einem Kollegen ins Klo stecken, bis wir uns aus den Items was bauen können. Da müssen wir mal schauen.
Ja, vielleicht kümmere ich mich danach erstmal wirklich primär um Intelligenz, nachdem wir hier die Geschwindigkeit hochgepusht haben. Intelligenz geht nämlich relativ fix, da braucht man nicht dauernd so welche Knöpfe zu drücken, sondern kann das einfach mit der Maus bedienen. Einmal draufklicken ist ein Punkt. Und das geht dann in der Regel relativ schnell. So, springen wir mal schnell unter die Dusche. Und dann würde ich vom Abendappell das gerne nochmal voll machen. 3 Punkte fehlen uns da noch. Das ist perfekt. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, ich lasse das noch bis auf 0 runtergehen. Dann springe ich nochmal aufs Laufband für die 3 Punkte. Und dann gehe ich mal in das Internetcafé da oben. Okay, auf 0. So. 1. 2. 3. So, dann nehmen wir die Dusche nochmal kurz mit. Und dann ins Internetcafé hier. Okay. Da braucht man dann noch einen Punkt. Das ist aber egal. Den machen wir am nächsten Tag. Ich mache jetzt gerade mal hier das Internet. Vorm Abendappell noch. Weil nachts reduziert sich dann unsere Müdigkeit beim Schlafen logischerweise. So, weil ich jetzt gerade mal kurz die beiden Kollegen hier plündern möchte. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Aber die 3 Sachen nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Und dann stellen wir uns hier mal in den Abendappell. So, jetzt hat es uns leider bei der Zelleninspektion erwischt. Was jetzt in der Tat ein bisschen doof ist. Weil ich weiß nicht, ob die Gegenstände im Inventar da eine Rolle spielen. Das heißt, ich versuche jetzt nach Möglichkeit, mich ein bisschen früher vom Abendappell zu verpissen. Und zwar jetzt, um beim Kollegen hier vorne nochmal eben in die Zelle zu gehen und die roten Gegenstände loszuwerden. So, das haben wir geschafft. Okay, mein Schreibtisch ist leider voll. Jetzt habe ich natürlich folgendes Problem. Ich glaube, ich würde das Holz hier gerne noch mitnehmen, wo wir eingeschlossen werden. Ach so, scheiße, unsere Intelligenz reicht ja gar nicht, ne? Das ist natürlich relativ blöd. Okay, habe ich das Holz umsonst mitgenommen? So, ich glaube, Zelleninspektion ist gut gegangen. Das ist sehr schön. Okay, raus aus meiner Zelle. So, dann packen wir das Holz aber wieder beim Kollegen hier rein. Und machen dann mal eben Morgenappell. So, zum Glück wird unsere Zelle jetzt nicht schon wieder durchsucht. Okay, Werte sind in Ordnung. Wir werden jetzt gleich dann nochmal ein bisschen das Internet besuchen. Bam, bam, badam, bam. Zack. So, wir werden jetzt auch heute den Wäscheservice nicht mehr machen. 30 für Klebeband. Bam, 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 bam. Ah, scheiße, wir haben so viele rote Sachen momentan. Wir müssen erstmal irgendwas verwerten. Ich habe nämlich keine Lust, dass die roten Sachen, die wir jetzt in das Klo von dem Kollegen gesteckt haben, irgendwie gefilzt werden. Deswegen würde ich jetzt erstmal nichts kaufen. Wir haben jetzt ja auch noch gar nicht so viel Kohle. Das Hauptaugenmerk sollte jetzt echt auf den Werten liegen. Yay! So. So, pass auf, dann mache ich den einen Punkt auf dem Laufband gerade nochmal voll, weil das einfach Sinn macht. Dann haben wir da nämlich immer die 100. So, schon passiert. Eben die Dusche noch mitnehmen. Und dann machen wir mal ein paar Internet-Sessions. So, da wird sie wieder geprügelt.
Das heißt, da gehen wir jetzt auch nochmal gucken, ob wir da irgendwas abstauben können. Postkarte, Klebstoff. Den Klebstoff nehme ich mal mit. Die Postkarte, keine Ahnung, was man damit machen kann, ehrlicherweise. Es soll auch irgendeine Möglichkeit geben, Besuch von draußen zu empfangen. Ich weiß nicht, ob man dafür vielleicht die Postkarte braucht. Auf der anderen Seite habe ich noch keinen Briefkasten oder so gefunden. So. Warte mal. So, dann warte ich jetzt gerade, bis aufs 99 runtergeht. Dann sind wir pünktlich zum Mittagessen müde. Das ist perfekt. So. Dann holen wir uns hier gerade mal ein bisschen. Ja, die zwei Wachen wahrscheinlich wieder auf, bevor man hier sicher rangehen kann. Ich kann ja zumindest schon mal reingucken. Und er hat eine Rasierklinge, die ist natürlich, wäre natürlich total nett. Okay, das hat keiner gesehen, perfekt. Weil die Rasierklinge ist total super, damit könnten wir uns dann theoretisch eine Peitsche machen. Dafür brauchen wir aber noch deutlich viel Intelligenz. So, wir hätten jetzt theoretisch Arbeit zu tun, aber die spare ich mir jetzt, wie angekündigt. Weil das einfach zu viel Zeit frisst. Wir können uns gleich mal überlegen, ob wir irgendwann, wenn wir unsere Werte mal hochgepusht haben. So, das Problem ist, okay, ich gehe mal an den Rechner hier, dass wir natürlich jetzt gesehen werden, wie wir nicht arbeiten. Und das erzeugt natürlich einen gewissen Unmut bei den Wärtern. Wobei ich hier nicht zum Arbeiten bin, ne? Ich bin ja hier, um mir Internet-Pornos anzugucken. So. Das Problem ist, wenn die uns halt jetzt, während wir die Arbeit schwänzen, bei was anderem erwischen, dann steigt hier oben die Alarmierung und unter Umständen geht auch der ein oder andere mal auf uns los. Und das wäre natürlich ziemlich uncool, weil wir wären momentan, glaube ich, instant tot und würden dann im Prinzip alle unsere Sachen verlieren, die wir gerade mit uns rumschleppen. Ne, da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Ich wollte gucken, wo wir hier stehen. 71, perfekt. So, das heißt, ich gehe jetzt dann danach nochmal in die Dusche und oh, dann kann ich nochmal, würde dann bis zum Hofgang nochmal Internetbesuche machen. Weil Hofgang müssen wir eh anwesend sein. So, wir haben 76. Mache ich hier noch mal ein bisschen. So, jetzt kommt der nächste. Ja. So, aufgrund deiner Inkompetenz und Unfähigkeit, das Arbeitspensum einzuhalten, müssen wir dich leider feuern. Du kannst es nochmal versuchen, wenn du bereit bist, härter zu arbeiten. Schade. War eh scheiße bezahlt. Und die Wäsche der Wärter stinkt nach Hundekot.